Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Juni hier und herzlich willkommen zum nächsten The Walking Dead Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es mal wieder ein gechilltes Night Let's Play, beziehungsweise die nächsten Folgen werden alle Night Let's Plays sein, denn ich muss jetzt die Videos vorproduzieren, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Ich bin ja jetzt von Samstag bis Sonntag in L.A., also vom 10. bis zum 18. und werde hier auf jeden Fall ordentlich Videos vorproduzieren. Ich weiß leider nicht mehr, wie lange The Walking Dead gehen wird. Ich hoffe, es wird noch so knapp eine Stunde gehen, aber glaube ich nicht. Ich denke mal, wir brauchen nur noch 2 Folgen, dann haben wir das Spiel durch. Da muss ich mir einfallen lassen, was ich dann dafür bringen werde in der Zeit, wo ich weg bin. Aber das kriege ich auf jeden Fall schon hin. Und letztes Mal haben wir da aufgehört, wo sich Javier und David geschlagen haben, die zwei Brüder. Weil Javier hat einfach gesehen, beziehungsweise David hat gesehen, wie seine Frau Kate einfach mit uns, ja, sage ich mal, rumgemacht hat. Und ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass bei dem da die eine oder andere Glühbirne durchgebrannt ist, aber seinen eigenen Bruder dann mit einem Brecheisen oder was weiß ich, was das immer war, zu schlagen, ey, das finde ich echt krass. Ich würde ausrasten, würde ihm schon eine Bombe geben oder irgendwie eine Backpfeife oder so, aber niemals den zu Tode schlagen. Das ist dein Bruder, das ist deine Familie. Und ja, jetzt ist der mit Gabe zusammen irgendwie davongefahren und wir wollen den jetzt hinterhergehen gleich, beziehungsweise Clementine ist auf dem Weg dazu und wir wollen die Stadt irgendwie retten. Und ja, Freunde, wir stürzen uns jetzt ins Verderben. Jesus ist auch wieder gekommen. Und da würde ich sagen, los geht's. So, Leute, jetzt geht's weiter, Mann. Ja, wir sind durchs Tor gefahren. Oh Gott, ey. Boah, viele Walker einfach in der Stadt sind. Guckt euch das an. So viele Walker sind hier. Nur, das ist ja mal zu krank. Eieiei. Das sind echt eine Menge, Mann. Wie wollen die das denn schaffen? Da hinten ist das Loch. Alle überfahren, ne? Ja, boah, ballern die alle ab. Lass mal Bock, Alter. Der Javier ist richtiger Headshot-Expert, Alter. Headshot-Experte, ey. Y. Müssen jetzt alle abballern hier. Das sind zu viele, Alter. Du kannst ja nicht für jeden einen Schuss gebrauchen. Und das sind zu viele. Wir müssen das Tor stopfen. Guck mal, wie viele hier sind, Alter. Wir klettern gleich schon hier hoch. Alter, wie viele. Junge, das sind zu viele, Mann. Ey. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen die Stadt verlassen, Mann. Oha. Oha. Junge. Es muss aufgeräumt werden. Oh Gott, er ist leer. Wir können doch nicht nachladen. Oh, was soll ich fahren? Dann gib mir doch einfach die Knarre. Eieiei. Boah. Alter, wie die zermatscht sind, ey. Das kann jetzt was werden. Here we go. Aber ich bin optimistisch. Ich hoffe, wir packen das, Mann. Wir müssen das packen. Boah. Klar, der Bagger hebt das einfach so hoch. Komm, komm. Let's go, Javi. Alter, wir kriegen das hin. Das sind so viele, ey. Wir müssen irgendwie das Loch stopfen, Mann. Ja. No risk, no fun. Alles oder nichts. Ey, Kate muss aufpassen, ne? Er ist nur einfach mal viel weniger geworden, oder? Das sah gerade voll so aus irgendwie, ne? Komm, weiter. Bam, Junge. Sauber, das war stark. Jetzt ist das Tor zu? Ey, wir können trotzdem. Let's get out of here! Oha, die sind alle weg. Boah, der Jesus ist der heftigste. Guck, der aussieht, Mann. Voller Playboy geworden. I thought we were coming back to, well, not to this. Ja. It's just a little surprising. That's all. So froh, dass du wieder hier bist. Ich bin froh, echt den zu sehen, Mann. Das sage ich dir auch direkt. Ich bin froh. I'm just glad you didn't give up on us. Real glad. I gave you my word. Javi, look! It's Clem! Oh, was ist denn da passiert? Was ist passiert? No, he's fine. He's just banged up. What happened, Clem? Their car got overrun with walkers and crashed. I was barely able to save Gabe. What about David? Was? David's dead. Was? I'm just glad you found Gabe in time. Thank you. What? Are you serious? Sorry. No! David!
When I got there, it looked like David had turned. And that Gabe had to stop him. Oh, God. Gabe. It's horrible. Javi? My dad, he... I know, buddy. He's gone. No. He wanted me to tell you. Take care of each other. Where did you find them? A little ways outside of town. Not too far. Can you take Gabe somewhere safe? Yeah, sure. Come on, Javi. Where are we going? A funeral. Genau sowas hätten die sein müssen, ey. Warum sind die nicht alle zusammengeblieben, ey? Wie musste ich der Harvey jetzt fühlen nach so einer Scheiße, ey? Wären sie zusammengeblieben, dann wäre sowas niemals passiert, ey. Aber warum küsst ihn auch Kate genau jetzt? Warum nicht danach, wenn alles geklärt ist? Warum? Aber er kann nicht tot sein, Mann. David war ein Kämpfer, Mann. Er kann nicht tot sein. Over here, Kate. Is this way? Nein, er hat das überlebt, Mann. Das ist vielleicht sogar eine Falle. Ich weiß es nicht, Mann. Er kann nicht tot sein. Er kann es nicht sein. Echt traurig, Mann. Oh mein Gott. Poor David. Poor Gabe. I can't imagine. Dazu hätte es nicht kommen dürfen. Yeah. Poor Gabe. He shouldn't have had to suffer that. Yeah. He talked about this every day. What to do when he died. Scheiße, ey. He was convinced it would happen in the field. Every day. As common as talking about the weather. Das klingt nach ihm. Not surprising. He was a soldier. I used to hate talking about it, but it seemed to soothe him. He'd talk about his military funeral the way that other people talked about retirement plans. He'd only change the subject if I promised I'd bury these. He didn't care about burying his body. As far as he was concerned, this was him. Help me dig. It doesn't have to be much. Boah, ich weiß nicht, warum ich so weinen muss, Alter. Ich führe es hier. Ich hasse das. We should probably say something. That's what you do. Usually. When you see Pa, you tell him I said hi. And then I'm sorry for not paying you back that $10. Do you, you want to say something? Let's go. Boah, ey, Leute, das ist so traurig irgendwie. 3 Tage später. Trip. It was his own fault. If you regret helping me, if you're feeling
any guilt? Bury it. I mean it. Don't let it eat you up inside. He was my brother, Kate. My blood. He was my responsibility, and I failed. He failed himself. You did the best you could. Usually the quiet scares me. What about now? There's a lot of work to be done. The herd could come back. Still, though, I feel more calm here than I ever did in an old van on streets with no streetlights. We earned this, Javi. We earned feeling calm in the quiet. Let's start a family. You and me. A fresh start. What do you say? I think it'd be good for us. Es ist zu früh. I don't know, Kate. After everything that just happened, it all feels so soon. Maybe someday. But not right now. Okay. Maybe someday. But don't think I'm forgetting about this one, Garcia. We'll be up there before we know it. Better do something worthwhile in the meantime. Wie geht's denn jetzt überhaupt weiter und alles, Mann? Was passiert jetzt? Oh Gott, da ist irgendwas hinter der Tür, die Kameraperspektive. Oder? Das kann doch nicht jetzt schon das Ende sein. Ich bin gespannt, was jetzt noch passieren wird, Alter. Oh, sorry, ich habe gerade so einen Weinanfall bekommen. Ich weiß nicht warum, ey. Da kam zu viel hoch, einfach alles, Mann. Das hat mir voll wehgetan, irgendwie. Eigentlich war der korrekt, David. Head now? Yes, indeed. We came here to put an end to the raiding. Looks like that's been done. Glad we got it settled. Gotta move on. Wir könnten dich gebrauchen. We could use you around here. Please stay. We got other people depending on us, Javi. Just the way it is. I was worried about you, Javi. About who you are inside. You helped save these people, though. That goes a long way for me. Second chances are in short supply these days. That's what this place can be if you let it. Trust me, though. Life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. Good days and especially bad. Absolutely. The right thing. No matter what. Good to hear. I read people pretty well. Little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. For the better. God knows this town could use it. You know what? I'm gonna step up, lead this place in the right direction. Then as far as I'm concerned, Richmond's in much better hands than it was. Hey, Jesus? Hey, Gabe. Thanks for, you know, not letting me get killed, and for coming back to help us. Yeah, thanks for that, man. Pay it forward. Be vigilant. Trouble never stays too far away. Clem. You're alive. Don't remind me. I'm not gonna say thank you for keeping me alive, but I'm gonna try and find something out there that might make me say thank you. Someday. So where's AJ? Tell me. Where? Du schuldest uns was. We saved your life. We saved your city. You owe us info. Where's AJ?
So polite. He's at McCarroll Ranch. It's not too far from here. That's where we left him, at least. Thank you. Good luck out there, Doctor. So you're out of here too, huh? Yeah. It's time. I have to find AJ Javi. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? Das ist so eine traurige Folge, ey. Es kann nicht sein, dass sich jetzt hier alle Wege trennen. To do this for my niece. Oh, that's nice of you. She thought I was terrible at it. Were you? Huh. Not your business. I'm really gonna miss Gabe. I mean, he's super annoying sometimes, but I've gotten used to having him around. At least to have someone to talk to, even der if typ he ist is nicht a verknallt. Das werde ich ihr jetzt sagen. Das werde ich damit sie bleibt. Not that he said anything to me in particular, but. You know the guy's got a Mondo crush on you, right? He does not. Oh my gosh, you have a crush on him too. I do not. Well, you both have my blessing. I'm gonna stab you with those scissors. Bleib hier, Clementine, bleib hier. I have to see AJ Javi. I have to see that he's okay. Do you think he remembers me? Natürlich. At least a little? Wer könnte dich Maybe? Vergessen? Ja, wer könnte sie vergessen? Sie ist sowas Besonderes. Who could forget you, Clem? No one who knew you, I guarantee it. Yeah, maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. Natürlich. I can't stop thinking about it. It's not about good or not good. You kept him alive. You did your job. Until someone else had to do it for me. Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up, too. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? I'd really like to tell you that it fades away and you get over it. But when you really love it, you never do. Not really. Yeah, that sounds about right. Lee. Sie denkt gerade an Lee. All done. Well, how's it look? You know what? I'll grab your hat. I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back, and I'll tell you all about it. It's a deal. If I bring AJ back with me, will you teach him too? Natürlich. Bring ihn zurück. You bet. He belongs with you, Clementine. Bring him back. Aber warum lässt er sie alleine gehen? Ich würde sie niemals alleine gehen lassen. Das wird dann wahrscheinlich hoffentlich in einer weiteren Episode passieren, wie wir AJ zurückretten. Das ist wahrscheinlich jetzt vorbei. Das wird jetzt das Ende sein.
Clement hat sich echt gemacht. Die sieht echt gut aus, muss man ja sagen. Mann, ey. Ich hab echt Gänsehaut im ganzen Körper. Krass, das war jetzt schon das Finale, ey. Es ist vorbei, Leute. Es ist vorbei. Ich hätte niemals gerechnet, dass das Spiel jetzt nach dieser Folge vorbei sein wird. Ich hab gedacht, da wird noch so viel passieren. Folge 5, dem Galgen entkommen. Und ja, Leute, damit ist die komplette Episode 3 fertig. So, dein Erlebnis mit David war herzlich. Du hast Davids Hilfe angenommen, nachdem er dich in der Nacht, in der dein Vater starb, geschlagen hat. Du stimmtest Davids Plan zu, sich in seinem Haus in Richmond zu treffen. Du nahmst Abstand von David, als er Hilfe brauchte. Gabe musste seinem eigenen Vater eine Machete ins Gehirn jagen, nachdem David sich verwandelte. Boah, krass, ey. Dein Leben mit Kate war gespalten. Du warst erleichtert, als du Kate lebend auf den Schrottplatz fandest. Du lehntest Kates Plan, Richmond zu verlassen, ab. Du erzähltest Kate, dass du eine Zukunft mit ihr willst. Du verwarst Kates Idee, eine Familie zu gründen. Dein Erlebnis mit Gabe war beschützerisch. Du machtest Gabe glücklich, indem du zustimmst, eine Nacht im Trailer zu verbringen. Du hast die Wahrheit über Gabes Freund aus der Nachbarschaft verschwiegen. Du halfst Kate, Richmond zu retten, bevor du Gabe nachgingst. Trip, deine Geschichte. Du hast Trip beruhigt und versprochen, dass du in Prescott keine Probleme machen würdest. Dann hintergingst du Trip, um schneller zum Schrottplatz zu gelangen. Schließlich gewährtest du Trip das Leben, aber Joan erschoss ihn, um dir eine Lektion zu erteilen. Du bist Eleanors Angebot eingegangen und heimlich mit ihr zum Schrottplatz geritten. Eleanor hat deinen Platz zur Revolte gegen Joan verraten. Aber du vergabst Eleanor, dass sie dich bei Joan verraten hat. Krass. Ava. Clementine lehnte Avas Angebot ab, die neue Grenze zu treffen. Dann half Ava dir dabei, in das Waffenlager einzubrechen, weil du dich David gegenüber solidarisch verhalten hast. Obwohl du sie nicht als diejenige gewählt hättest, die sie leben sollte, starb Ava letztendlich, als sie dir auf der Dings helfen wollte da. Clementine ignorierte Lindegards medizinischen Rat hinsichtlich AJ. Dann weigertest du dich, Lindegard eine tödliche Spritze zu geben. Nach dem Chaos erzählte dir Lindegard, wo sich AJ befand. Conrad, du hast Francis während Conrads Pokerspiel geholfen. Als Gabe Conrad dann bedrohte, überzeugtest du deinen Neffen, seine Waffe zu senken. Später hast du Conrad im Tunnel erschossen, nachdem er Gabes Leben bedroht hatte. Jesus, als du ihn trafst, vertrautest du Jesus und verfesselst seine Hände nicht. Dann versprachst du Jesus, immer das Richtige zu tun, um Richmonds Überleben zu sichern. Schließlich versprachst du Jesus, du würdest dabei helfen, Richmond zu führen. Joan, du sagtest nicht, als Joan versuchte, dich über Marianas Tod ans auszufragen. Dann scheiterte dein Plan, Joan bloßzustellen. Zurzeit ist Joans Standort unbekannt. Clint warf dich aus Richmond raus, weil du Benzin gestohlen hast. Dann nahmst du Clint als Angebot an und verschontest Joans Leben. Schließlich erschoss David Clint auf der Bühne, nachdem du Clints Angebot zugestimmt hattest. Bist du mit David an der Kante gestanden? Du und 92% der Spieler stellten sich zu David. Was hast du David über Kate gesagt? Du und 52% der Spieler gestanden eure Liebe zu Kate. 29% der Spieler die Affäre. 16% der Spieler leugnen die Affäre. 2% der Spieler sagten nichts. Hast du mit David gekämpft? Du und 34% der Spieler wehrten dich, als David seinen Wut. Okay, 65% hat es nicht getan. Wir haben ja zurückgeschlagen am Ende. Bist du Gabe und David nachgegangen oder bei Kate geblieben? Du und 62% der Spieler blieben bei Kate. Ist Clementine mit dir mitgekommen? Du und 54% der Spieler waren nicht bei Clementine, als ihr Hilfe brauchtet. Ja, das waren jetzt all die Entscheidungen. Deine Clementine wurde ein freier Geist. Clementine verbrachte mit Kenny und AJ eine kurze, aber schöne Zeit, bis ein schrecklicher Unfall ihr Leben veränderte. Nachdem Clementine nicht in der Lage war, den verletzten Kenny in Sicherheit zu bringen, waren sie und AJ alleine.
Nachdem die Umstände sie zum Beitritt in neue Grenze gezwungen hatten, nutzte Clem deren Ressourcen ohne zu zögern für ihre eigenen Zwecke, was zu einer Verbannung und einer trainerischen Abschied führte. Als Harvey und David beim Wasserturm kämpften, erinnerte sich Clem an einen ähnlichen Kampf vor langer Zeit. Sie brachte die Situation unter Kontrolle, indem sie David eine Waffe an den Kopf hielt und so eine Eskalation verhinderte. Nachdem David mit Gabe im Truck weggefahren war, wusste Clementine, dass das Beste wäre, im Alleingang zu handeln. Das bedeutete, Harvey zurückzulassen und der Person zu helfen, für die er sich nicht entschieden hätte. So Leute, was passiert jetzt? Clementine? Och, das ist ein Walker. Guck mal, sie hat's drauf. Guck mal, nimmt die einfach alle drei auseinander. Gott, was wird jetzt passieren, Leute? Kann doch nicht vorbei sein mit Walking Dead. Es muss noch weitergehen. Es muss demnächst eine weitere Staffel kommen. Boah, wie ist er durchmarschiert, ne? Wie sich entwickelt hat. Sie hat alles von Lee gelernt. Alles. Und jetzt ist sie schon ein erwachsenes Mädchen geworden. Kann alleine umgehen. I'm gonna find you, AJ. Und das wird hoffentlich in Staffel 4 kommen. Clementines Geschichte wird weitergehen. Ja. Es wird weitergehen. Scheiße, ey. Was ein krankes Ende, ey. Boah, Leute, das war so ein krankes Ende, Alter. Das mit David hätte aber nicht sein müssen. Es hätten alle überleben sollen. Es hätten wirklich alle überleben sollen. Das mit David hätte nicht passieren sollen. Scheiße. Ich verstehe nicht, warum mich das so mitnimmt. Warum nimmt mich das so mit dem? Ich kann es nicht beantworten, aber es ist echt mega traurig. Ich wollte eigentlich nur das Beste, er zur Familie gehört. Scheiße, ey. Alles klar, Leute. Ich verabschiede mich von The Walking Dead. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich will ja die 10.000 Likes sehen für die letzte Folge. Und ihr wisst ja, wie lange es gedauert hat von Staffel 2 auf Staffel 3, nämlich über anderthalb Jahre. Sie haben geschrieben, Clementines Abenteuer wird weitergehen. Sie wird auf der Suche nach AJ gehen. Und da werden wir sie begleiten in Staffel 4, die bald rauskommen wird. Wir wissen aber auf jeden Fall, es geht weiter. Aber ich finde es schade, dass wir jetzt auch anderer Seite wieder von Harvey und den anderen verabschieden müssen. Aber jetzt habe ich die alle mittlerweile richtig ins Herz geschlossen. Der Harvey war mittlerweile so wie ein neuer Lee und neuer Kenny geworden. Und jetzt ist er auch wieder weg. Aber wir haben ja noch Clementine. Und da machen wir dann weiter. Ey, meine Güte, ey, ich schwör's dir. Manchmal bin ich zu emotional, Mann. Aber Leute, so bin ich, Mann. Ich bin einfach so. Und ich bin auch froh, so ein Mensch zu sein. Lieber habe ich viel Gefühle anstatt gar keine. Bin ich ganz ehrlich, Mann. Ohne Witz. Und ja. Ich verheimliche es hier nichts. Mir ist es auch absolut nicht peinlich, dass ich weine oder sonst was, weil so bin ich, so zeige ich mich, ich verstell mich nicht. Ich bin der, der ich bin und das zeige ich euch auch hier. Warum soll ich meine Tränen unterdrücken oder irgendwie Facecam ausschalten oder so? Nein, so bin ich. Und ja, Freunde, mit diesen Worten verabschiede ich mich aus The Walking Dead. Es war eine kranke Let's Play-Reihe. Es ist mittlerweile schon die dritte Season, ey. Ich hätte niemals gedacht, dass das Spiel so gut ist. Niemals. Niemals hätte ich das gedacht. Zum Glück hat mir der eine oder andere das in die Kommentare geschrieben. Ich bin wirklich froh, diese Spielreihe angefangen zu haben, weil dieses Spiel, das ist mir wirklich so ans Herz gegangen. Und es gibt bestimmt noch viele weitere Spiele, die so sind. Die müssen wir finden, ey. Die müssen wir finden und auf jeden Fall weitermachen. Ja, Freunde, ich verabschiede mich mit diesen Worten. Macht's gut. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und einen schönen Abend. Haut rein und ciao.